Halt. Darunter. Ist das Wasser? Nein, eine Harpie. Kommt die hoch? Nein, die hängt. Und jetzt sing ich auch. Mist. Ah, jetzt. Hallo, ich will dich töten. Ich will dich töten. Bist du hier im Weg? Ah, jetzt, jetzt. Jetzt ist sie runtergefallen, na toll. Ja, speichern wir das mal lieber. Nicht, dass wir das nachher nochmal haben. Und dann, was ist das? Ein Feuergolem? Ein Feueratronach, geil. Ah, langsam höre ich Wasser. Gehen wir mal hier entlang. Ich möchte da entlang. Magia, wo bist du? Jetzt gehen wir wieder nach oben. Erst nach oben, dann nach unten, jetzt wieder nach oben. Geh mir da entlang. Gab es hier irgendwelche Geheimtüren bisher? Nö. Nö. Aber hier gibt es eine Tür. Und hier geht es nach unten. Magier? Ich glaube eher, ich bin jetzt wieder unten. Ja. Jetzt bin ich hier. Dann gehen wir zurück. Da oben gab es ja, glaube ich, noch andere Wege. Dann gehen wir dort hoch. So, war das... Das war hier irgendwo, oder? Hier gab es ja irgendwo... Genau, hier ging es ja nochmal geradeaus. Genau, da gehen wir jetzt geradeaus. Und wieder nach oben. Wer hätte das gedacht? Wow, ein Eisengolem! Hat keine Schätze und hier gibt es auch nichts weiter, dann zurück. Okay, ich glaube, jetzt können wir aber ganz zurück, oder? Also wir können hier entlang. Da ging es ja zurück. Und dann sind wir jetzt, ich glaube, wir sind gleich wirklich wieder ganz zurück. Ja, sind wir. Ja gut, dann hier weiter. Was haben wir hier? Nur eine Tür. Und diese Tür führt weiter nach unten. Das Geräusch kenne ich gar nicht. Was ist das? Ein neues Wassermonster? Könnte sein. So, da gab es jetzt keine Geheimnisse. Wieder mal. Müssen wir jetzt dagegen einen Wal kämpfen oder sowas? Ich hoffe doch nicht. Okay, auf jeden Fall ist hier nichts. Huawu! Kommt da plötzlich ein Zombie daher? Oh Mann. 90 Gold. Stahlkampfangst und ein Buckler.
So, ein bisschen schwimmen. Oh, was haben wir denn hier? You're too far away. Hallo? Vermutlich muss ich hier Mensch sein. Nein. Aber ich brauche auch gar keinen Zettel, wenn nicht es mir so recht einfällt. Jetzt stirbt doch. So, 27 Gold. Vielleicht schaffe ich den Schatz auch noch. Das ist ja gar kein Schatz. Gehen wir nochmal schnell nach draußen. Ein bisschen frische Luft schnappen. So, und jetzt hier entlang. Was haben wir? Ach, Mann. Schätze! Geil! Und auch noch so viele. 216. Hallo? Was ist das? Ist das ein Malachit? Verzaubert, geil. Der wird ausgerüstet. Da war auch noch einer. Eine Hose. Okay. Das war's. Gut, war hier auch nichts? Ah, ich sehe das ja eh nicht. Oh doch, ich würde es sogar sehen. Okay, dann Booyasi und nach oben. So, dann sind wir auch hier fertig. Wo geht's dann jetzt zurück? Bin ich schon gespannt, was der Malachit hat. Als Verzauberung. Hier. Ist schon der richtige Weg jetzt, oder? Ja. Okay. Wow. Ist es nicht ein Dedra? Ein Feuer-Dedra. 600 Gold. Geil. Also der hat jetzt nichts gegen uns in der Hand. Also der war ja total schwach. Sind wir jetzt schon so stark, dass wir einen Dedra töten können? Offenbar ja. Ein Eisengolem. Aua. Ja, wieso trifft er uns überhaupt? Er ist aus Eisen. Ein Eisengolem dürfte einen Werwolf eigentlich überhaupt nicht treffen können, nach der Logik hier. Naja, egal. So, was haben wir hier? Hier ist keiner drin. Und was haben wir dann da? Jetzt komm, geh da raus, gefälligst. Ah. Hier geht es wieder weiter. Hatten wir nicht eigentlich irgendwann mal irgend so eine komische Abzweigung? Die möchte ich mal gerne suchen, kurz. War das da unten? Das war irgendwo da unten. War die denn? Das war doch irgendeine komische Abzweigung. War die vielleicht doch hier oben? Oder kommt die? Nein, nein. Komisch. Ach, sie war ja nicht bei dem hier, die war bei sowas. Genau. Genau. Da hatte ich gerade einen kleinen Denkfehler. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht wieder zurück. Aber ich glaube, hier... Nein, hier waren wir noch nicht. Der Schädel wird nicht angerührt. Sonst ist hier kein Gegner. Nö, auch nicht. Und hier geht es nochmal weiter. Ja, dann gehen wir hier nochmal weiter. Aber hier gibt es auch nur diese eine Tür.
Hä? Eine Treppe? Das hört sich irgendwie komisch an. Ich speichere lieber mal. Ah, das nicht unlock. Und wen töte ich jetzt zuerst? Scheiße, zum Glück. Töte mir erstmal den da. Successful Backstab. Der hat uns noch nicht gesehen. Geil. Resist Fire haben wir, glaube ich, gar nicht mal, oder? Keine Ahnung. Egal. Healing Toga. Nochmal Backstab. Wir töten hier einen Feuerdeter nach dem anderen. Ah, Mist. Wurde jetzt noch Treasure. Wie sieht es mit diesem Treasure hier aus? 441 Gold. So, dann hier, den da. Der hat 600 Gold. Und der 495 Gold und ein paar Zutaten. Du bist nur ein Blauschild, oder? Ja. So, dann schnell da nach vorne. Ja, jetzt muss ich wieder dann umwechseln. So, zack, zack. Und das ist nur Leder und ein Hemd. Und hier, ein verzaubertes Schild. Kurzschwert. Buckler. Kraft unbekannt. Könnte ich den ausrüsten? Den könnte ich sogar ausrüsten. Geil. Ein verzaubertes Schild. Den nehmen wir mit. Der hat zwar nur noch eine Rüstung, aber egal. Er ist verzaubert. Stahl, Silber. Und das nehmen wir auch noch mit. Das ist der normal, oder? Ja. Equipping Buckler. Das wird allerdings nicht lange reichen. Denn gleich sind wir wieder ein Werwolf. Ach du Scheiße. Boah, Kraft. Ich brauche keine Kraft mehr. Da habe ich schon auf 100. Stirb gefälligst. Nein. Oh, oh. Ich will nicht sterben. Healing Toga. Am besten gleich nochmal. Also wenn sie treffen, dann ist es hart. Aber aushalten tun sie auch nicht mehr sehr viel. Nee, falsch. Da. 500 Gold. Das ist auch noch ein Schatz. Ah, Mist. 600 Gold. Oh, hier kriegen wir wieder Schätze. So, ist hier sonst noch ein Schatz? Da vorne. Jetzt muss ich um die Kisten rum. Wieder Strapse. Okay, das war's. Dann speichern wir. Und sehen uns mal an, was hier drin ist. Ah, hier geht es mal tatsächlich weiter. Ja, aber nicht allzu weit. Okay, da ist nichts. Das ist doch auch nichts, oder? Ja. Dann gehen wir zurück. Hier waren drei Feuerdedre drin und wir haben sie alle getötet, ohne zu sterben. Das finde ich voll geil. Okay, wo geht's denn jetzt weiter? Wir kamen von hier. Ich glaube, es gab einen zweiten. Nein, hier gab es keine zweite Tür. Ging es hier noch? Hier ging es noch weiter. Waren wir hier schon? Ach, von hier sind wir gekommen. Der andere Weg. Da geht's, würde es weitergehen. Also von hier. Also hier entlang. Ich gerade die Fackel, ich habe mir ein brennender Feuerleder. Bo! Hallo, lebst du noch? Nein. Okay. Naja, du da lebst garantiert nicht mehr.
Aber du grinst, das ist toll. So, wir haben 693 Gold und das ist Eisen. Ja, Eisen. Dann haben wir da vorne noch einen Schatz. Ach, Mist, fast. Ein Buch? Ach, genau, ich habe auch noch gar nichts gelesen, diese Folge. The War of Bethany. Lesen wir doch das da gleich mal. So, use. The War of Bethany. Could there be a better proof of the natural paucity of Bretons than their conduct before, during and after what history will remember as the War of Bethany? By the most depraved of motivations, the most despicable of tactics, and the most ungentlemanly of triumphs, the Kingdom of Daggerfall changed the nature of warfare in the Iliac Bay. Perhaps of all of Tamriel. In Sentinel, we call the recent carnage the Siege of Brittany, but as the book of history is writ by the victors, let us speak instead of the War of Brittany. Red gods, by their nature, are a modest and practical people. We are not phlegmatic like the High Elves, nor cowardly like the Wood Elves and Khajiit. But what would infuriate and enrage the swaggering, vainglorious Nords and Bretons would not merit a shrug from a Red God. Had any Breton kingdom possessed the little island of Bethany, it would have been covetously guarded. Bethany's trade would have been seriously restricted. Its religion subjugated, its people bound by active and constant pledges and duties of vassalage. But Bethany was not a Breton dominion. Bethany was part of the kingdom of Sentinel. King Lysandus made the Old Ones continue to torment his soul for his wickedness. Saw the prosperous island, which is closer to his land than to Sentinel, and his black heart turned to avarice. Through threats, lies, acts in piracy, and finally invasion, acts of piracy, and finally invasion, Daggerfall illegally took possession of the island of Bethany. His court sorceress, the Lady Medora, his enchantress mother, and other experienced counselors were horrified by the brutality of his campaign and begged him to abandon his tyrannical act of war. Gradually, all dissenters were removed from court. None but the ignorant and the warmongers remained. Our late King Cameron tried to employ civil diplomacy with Daggerfall, but in the end, he made the formal declaration of war. Daggerfall and Sentinel have fought many times in their 2,000 years of coexistence, and Cameron knew the black magic and espionage the Bretons considered honest warfare. Never debasing the Sentinel character by duplicating the Breton villainy, Cameron knew best how to combat Lysandus. King Lysandus' knavish battle tactics were even more perfidious than his ancestors, and the war continued to rage until it began to involve more than Sentinel and Daggerfall.